auch an so einer Kante geflogen wird. Das sind dann 30, 40 Meter oben in der Mausefalle bis zu 80 Meter. Wir reden hier von Extremsport in Perfektion. Meier schon immer ein Fairer, wenn hin und wieder früher Sprüche von ihm kamen, aber unter den Fahrern hat er sich immer sehr fair verhalten. Und jetzt sind wir mit Manuel Osborne Paradis, dem Kanadier, im Rennen. Der war krank, hatte sich eine schwere Grippe geholt und das scheint man ihm hier anzusehen, konnte nicht im Super-G starten. Die Kräfte sind noch nicht wieder zurück, aber er wollte unbedingt heute hier auf die Piste. Ja, und er hat sehr wenig Druck am Außenski, einfach zu wenig, schon in der oberen Kurve, jetzt auch Ausfahrt Steilhang. Da lehnt er einfach ein bisschen zu sehr hinein in die Fahrtrichtung. Und deshalb drückt sie natürlich auch ganz nach unten. Ein exzellenter Gleiter, wie viel konnte er vielleicht aufholen in diesem Flachstück im Geschoss? Na, nicht viel. Aber es war nicht zu erwarten von Manuel Osborne Paradis, der hier aufpassen muss, nicht wie Lenkning die Kontrolle zu verlieren und dieses Rennen sicher nach Hause zu fahren. Dabei hat dieses letzte steile Tor da oben, hat er gerade noch erwischt. Im Training sind ja da wahnsinnig viele Läufer vorbeigefahren. 1,57, naja, mit den Voraussetzungen gestern noch krank gewesen zu sein. Schwamm drüber, er ist mitgefahren, er hat Erfahrung wieder gesammelt hier auf der Streif. Und jetzt hier diese Passage, wo Lenning stürzte, kann er gerade noch ausgleichen. Kriegt nicht ganz so viel Luft, hat aber auch viel mehr Gewicht. Der Osborne mehr als 100 Kilogramm. Der nächste Südtiroler, Peter Phil, auch eher hoch einzuschätzen. Fünfter gestern im Super-G. Mausefalle. Sehr frech reingezogen da oben von der Körpersprache. Diese Linkskurve zur Mausefalle. Acht mal auf die Skis, schön rübergezogen. Gut hingepresst, kommt sehr weit von hinten. Ganz anders gefahren als Innerhofer zuvor, aber auch eine gut. Starke Linie, Innerhofer führt und Teamkamerad Phil ist hier nicht schnell genug. Es drückt ihn an die Bande, das Tempo fehlt, er ist kein guter Gleiter. Jetzt müsste er das Rennen im unteren Teil der Strecke rausreißen. Er ist der Erste, der ein bisschen rudern muss am Seidel, einem Sprung. Und er hat trotzdem Vorsprung. Jetzt läuft das Material und jetzt gilt es für ihn. Lerchenschuss und wieder hinein in die Sonne auf den Hausberg mit 110. Das passt. Und jetzt hier wartet die Kante. Da kommt er weit raus. Ja, weit hinten. Und hat viel, viel verloren in dieser Passage. Die ist auch sehr flach. Kann man das Rennen verlieren. Körper verdreht relativ tief in der Traverse. Phil wird Innerhofer nicht ablösen können. Ganz im Gegenteil. Am Ende eine herbe Packung. Für ihn ist nämlich vorläufig Letzter. Hier ging es schon los, aber dann kam er mit überraschender Zwischenbestzeit aus dem Geschoss herausgeschossen und hat dann den Hausberg völlig verpatzt, inklusive die Traverse, die wir hier eingespielt sehen. Cody Miller, wie immer cool, dort oben ist noch ein extra Zelt mit Windschutz aufgebaut für die Fahrer. André Jermann, der Slowene. 3,33 Sekunden von 0 auf 70. Immer mal wieder der Hinweis auf die Beschleunigung hier oben. Er fährt sehr hoch da oben rauf, um dann eng am Tor zu bleiben. Und trotzdem drückt es ihn weit runter. Im Training ist mir aufgefallen, dass er sehr aufrecht gefahren ist. Und trotzdem stark als Siebter des letzten Trainingslaufes. Aber hier doch schon mit deutlichem Rückstand. Er hat auch
gleich wieder mittendrin im Kampf um die Spitze. Nur 500stel zurück. Auch den Hausberg gut gepackt. Einfahrtziel an. Und jetzt nochmal hochbeschleunigen. Das macht er, 141. Und das könnte reichen für die Bestzeit. Riesensatz wie Meier, Jermann. 2 Zehntel fehlen. Aber er ist zufrieden. Herr Michael, und wir haben einen Vergleich da oben. Wir haben einen Vergleich an dieser Stelle. Ich habe es schon ein paar Mal angesprochen. Links Hermann Meier, rechts Christoph Innerhofer, der immer noch führt. Und jetzt sehen wir es. Wir sind ortsgleich. Während Meier hier noch wartet, driftet Innerhofer hier schon an. Diese 270-Grad-Kurve. Meier fährt ein Stück höher rauf. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht zeigen. Und am Ende, ja, sind sie am Tor fast gleich. Und man könnte meinen, dass eigentlich Innerhofer sogar ein bisschen was rausgeholt hat. Also ich denke, das hat deine Studie sehr klar bewiesen. Und jetzt wird es ganz interessant, was Werner Hehl, der beste Kumpel von Innerhofer, sie beide sind die neuen Frauenschwärme in Südtirol, können sich vor Post nicht mehr retten. Denn Werner Hehl hat auch schon gewonnen in dieser Saison, nämlich den Super-G in Gröden. Wie macht er es? Versucht quer zu rutschen, kriegt aber einen Schlag und kann das nicht so durchziehen wie Innerhofer. Er ist nicht die saubere Position des Innerhofer gefahren, zu viel innen gelegen. Der Außenski, ja, oh, da ist er weg. Der verliert er den Ski, es knallt und er liegt in der Bande. Da ist nichts passiert, das kann ich gleich sagen. Für ihn ein frühes Aus. Schauen Sie, die Schläge hier im Steilhang. Und da ist er verdreht, hat keinen Druck und dann schlägt dieser Außenski noch mehr. Und dann geht eben auch die Bindung auf. Da kann man jetzt nicht etwa den Serviceleuten einen Vorwurf machen. Nein, es gibt einfach Situationen, Extremsituationen im Abfahrtssport oder allgemein im Skisport, wo die Bindung, ja, als vom Fahrersicht, sie hätte nicht aufgehen sollen, aber sie ist trotzdem aufgegangen und sie ist zu Recht aufgegangen, weil an der falschen Stelle eben der Schlag für die Bindung zu groß war. So sieht's also aus zwischenzeitlich. Wir geben ganz kurz ab nach Mainz, aber nicht ohne den Hinweis, dass es danach im Zielraum mit einem ganz besonderen Interviewpartner weitergeht. Wir melden uns mit guten Nachrichten aus dem Zielbereich, denn Matthias Lanzinger ist bei uns. Hallo. Matthias, Sie haben vor einem Jahr bei einem fürchterlichen Ski-Weltcup-Unfall Ihren linken Unterschenkel verloren. Jetzt standen Sie das erste Mal mit einer Prothese wieder auf Skiern. Wie emotional war dieser Moment? Ja, es war doch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich wollte das Gefühl wieder zurückbekommen, dass ich mich richtig freue wieder auf das Ganze, dass ich den Spaß am Skifahren wieder vermisse. Und das ist dann, sage ich mal, im Dezember dann so gewesen, wie ich im ORF bei doch einigen Rennen gewesen bin. Ich will unbedingt wieder auf die Ski. Es war dann Winter, ich habe es auch vermisst. Und dann haben wir zu tüfteln begonnen für die Prothese. Und es war jetzt doch, habe mich schon sehr lange darauf gefreut. Und dass genau da in Kitzbühel jetzt fertig geworden ist, war natürlich umso schöner. Beginnt damit nochmal so ein neuer Abschnitt? Doch, ja. Die zwei Bretteln, was die Welt bedeuten, das war ja wirklich so bei mir. Es hat sich bei mir alles um die Ski gedreht. Und dass ich jetzt da wieder zurückgekommen bin, dass ich es wieder machen habe können, war für mich schon sehr, sehr schön. Und ich habe mich auch riesig darüber gefreut, dass es so gut funktioniert hat. Dann haben Sie mir die Frage noch, wenn Sie die Stürze hier im Training und auch im Rennen sehen, wühlt Sie das immer noch ein bisschen auf? Natürlich. Das hat aber jetzt nicht unbedingt mit meinem Unfall zu tun. Das war vorher natürlich auch schon immer, dass ganz furchtbar zum Anschauen gewesen ist. Und natürlich der Tag, wo ich das erste Mal auf die Ski gestanden bin, wo eigentlich die Freude über alles überwogen hat. Und dann leider Gottes, da in Daniel so stürzen zu sehen, war natürlich die Freude auf Anschlag weg. Und ja, das hat mir natürlich sehr, sehr leid getan.
Schönen Dank, dass Sie hier waren und alles Gute. Dankeschön. Danke. Axel Nünswindal ist schon unterwegs. Ausfahrt Steilhang mit größeren Schwierigkeiten für den Norweger. Gestern hervorragender Zweiter im Super-G, aber jetzt mit großem Rückstand nach einigen Hacklern. Der kann natürlich gleiten, 100 Kilo Mann. Das ist nochmal die Einspielung vom Kameramann Hansi Knaus. Wie gesagt, selbst Sieger hier, so sieht das aus im Geschoss. Jetzt ist er durch diese Gleitpassage durch in der alten Schneise, die so nach rechts abhängt, die auch so viele Schläge hat, die vereist ist wie ein Gletscher. Seidelalmsprung. Swindal konnte aufholen. Diese Zwischenzeit muss es zeigen. Naja, es ist so geblieben. Ja, oben der Teil ist ja wirklich schlecht gefahren, muss man sagen. Aber wie gesagt, er hat sich sicher anders vorgenommen. Er konnte es einfach nicht umsetzen. Das ist letztlich nach der Kompression, Anfahrt auf diese 270-Grad-Kurve, hat es schon nicht gepasst. Und oft ist es einfach, sind es dann einfach Folgefehler, weil man kann es nicht auf die nächsten 20 Meter sagen, so, jetzt fahre ich da wieder die richtige Linie, sondern man muss erst ausbügeln. Und das glückt Axel Nünswindal heute nicht, eine gute Sekunde Rückstand. Er scheint mir sehr auf die WM fixiert. Faste Belvart, diese unglaubliche Piste in Val d'Isère, die kommt ihm sehr entgegen mit seinen technischen Fähigkeiten. Im Super-G gestern absolute Spitze. Heute gehört er, der Norweger, zu den Geschlagenen. Ja, aber wenn man bedenkt, 1,19 Sekunden. Auf 1 Minute 55 fahren, das ist ein Wimpernschlag nach wie vor. Auch 3 Sekunden, wenn man zu Hause mal stoppt, wie lang sind 3 Sekunden? Ja? Ja, ist schon toll, wie sich die da runterhauen. Trotzdem, man hat es optisch gesehen, Swindal hatte keine gute Fahrt. Im Übrigen im Gesamtweltcup Zweiter hinter Benjamin Reich, der auch noch oben auf deinen Start wartet. Also nachher muss ich zeigen, ob Swindal ein paar Punkte sammeln kann. Jetzt aber wieder einer, den wir auf der Rechnung haben müssen seit seinem Sieg in Wengen. Didier Defago. Ja, Kitzbühel unterscheidet sich natürlich extrem von Wengen, speziell im oberen Teil, wo man in Wengen ja 40 Sekunden lang eigentlich nur Hocke dahin gleitet. Langgezogene Kurven hier. Enge Kurven, absolut eisig. Aber das kann der auch. Der Schweizer ist nicht nur erfahren genug, sondern an sich auch ein Spezialist für eisiges Gelände. Und er hat den schnellen Ski, den er schon in Wengen hatte. Mensch, eine halbe Sekunde Vorsprung. Didier Defago schwebt auf Wolke 7. Au. Oh, da zieht es ihn hinten auf die Skienden. Das und das Tempo nicht passieren. Fehlt. Das Tempo fehlt am Hausberg. Wie viel hat er jetzt verloren? Das wird jetzt spannend hier. Es ist es ja schon die ganze Zeit. Noch eine Führung. Aber jetzt sind es nur noch Wimpernschläge. 600stel voraus. Riesenempfang in seiner Heimat in Morgin an der französischen Grenze. 142. Er fährt um die Spitze. Er kann sie übernehmen. Defago führt und wie mit dem Tempo, mit dem er den Zielhang runtergerauscht ist, ist noch keiner über den Zielsprung geflogen. Defago führt wieder. Nix war es mit Feiern. Er hat sich konzentriert. Armin, den Fehler nochmal. Ja, es ist unglaublich. Mit diesem Fehler hat er doch deutlich an Tempo verloren. Da oben im Flachstück vor dem Oberhausberg. Aber er muss einfach ein tolles Gerät gehabt haben. Das hat sich oben im Flachstück bewiesen und auch unten runter. Und 5/10, das ist eine Marke. Michael, da bin ich jetzt gespannt. Wer kann sie knacken? Unter Umständen schon der Nächste. Michael Walchhofer, aber eine halbe Sekunde hat Defago jetzt vorgelegt in diesem Duell. Schweiz gegen Österreich, Österreich gegen Schweiz. Wir wollen die Rot-Weißen heute antworten. Sehr schön. Anfahrt auf U-Turn oder 270-Grad-Kurve, aber dann ist ein bisschen zu eng reingefahren, kommt ganz weit runter. Ja, und das ist die Quittung, aber es sind nur 39 Hundertstel, und er könnte ja auch so ein Gerät haben. Und ist er kann gleich Skifirma. Zwischenzeit. Ja, ist dran. Nur 17 Hundertstel. Walchhofer, der hat hier schon gewonnen. Vor 2 Jahren war das, aber
Seit 5 Jahren sind sie nicht mehr von oben gestartet. De Fago führt vor Hinterhofer und Jermann und Walchhofer. Das Tempo fehlt. Gestern total verkorkst, den Super G nur als 15. beendet. Jetzt ist er vorne, 1400 Vorsprung, unten wieder ein Toll aus dem Ziel. Ganz weich lässt er ihn darüber gleiten, trotz der Schläge. Die Körperposition muss kompakt sein. Oh, da drückt sie ihn hinten rein, bleibt vorne. Boah, noch ein Zittermoment und Walchhofer ist nicht vorne. Es fehlen 1700, die zwei kleinen Ausrutscher im Zielank haben ihn die Bestzeit gekostet. Ja, und hier sehen wir es oben, wieder dieser Ansatz, 270 Grad Kurve. Er zieht da etwas zu früh rein, kommt zwar eng ans Tor hin, wird aber zu spät, viel zu spät mit dem Schwung, mit der Richtung fertig und er kommt dann über die blaue Linie hinaus. Das wird ihn ärgern im Endeffekt, denn hier oben hat er schon viel Zeit liegen gelassen. Aber wir haben ja auch unten noch einen Fehler kurz vor dem letzten Sprung gesehen, als es ihn da hinten reingedrückt hat. Da hat dann der letzte Speed möglicherweise, hier sehen wir es nochmal, auf den letzten 300 Metern gefehlt. Aber das ist der Skisport. Erst wenn man unten ist, dann ist es entschieden. Nicht 200 Meter vorher, jetzt aber. Der Sieg kann eigentlich, das sehen alle Experten so, nur über ihn gehen. Er ist nicht der Schnellste oben. Bodie Miller ist auf der Piste. Ja, und jetzt wieder Bodie, nochmal so genial wie im Training. Diese Kurve gut, da zieht er schon früh an, bleibt er drauf. Ja, besser als Walchhofer. Ja, er bringt den Druck hin und das mit dem ledierten Knöchel, der ihn allerdings hier bei den Linksschwüngen behindert. Ausfahrt, hohes Tempo, kann er alles aufholen in diesem Gleitstück im Geschoss. Wo ist er? Ja, wieder eine andere Skimarke im Vergleich zu Walchhofer und De Fago jetzt unterwegs. Lerchenschuss. Und dann die Anfahrt in den Hausberg. Ja, das Symbismoseband, das macht ihm natürlich in den engen Kurven, macht ihm das enorm zu schaffen. Und das seit Biberkrieg, aber er will sich nicht letztlich mal für 2-3 Wochen zurückziehen. Er muss es durchziehen, sagt er. Hausbergkante. Jetzt ist er dran. 500stel fehlen ihm nur. Und diese Kurve in die Traverse, die ist er sensationell gefahren im Training. Auch jetzt gut. Und der Ski läuft und er kann gleiten. Und Miller fährt hier mit um die Bestzeit. 138. Das wird nicht ganz reichen, oder? Nein. Und auch er gehört zu den geschlagenen Rang 3. De Fago vor Walchhofer und Miller. Und das rot-weiß-rote Duell geht gleich weiter mit dem Sieger von gestern, mit Klaus Kröll. Für ihn ist es eine Niederlage, so sieht er es. Er hat Kitzbühel noch nicht gewinnen können. Nur die Kombination zweimal, das ist natürlich aber für Bodie zu wenig. Nicht, muss man ganz ehrlich sagen. In dem Fall zählt sie nicht. Nein, wenn man Abfahrer ist, dann zählt sie nicht. Jetzt aber Klaus Kröll, kann er das wiederholen? Kann er anknüpfen an gestern? Alles war anders heute Morgen für den 28-Jährigen aus der Steiermark. Er hat natürlich viel erlebt in den letzten 12 Stunden. Kann er das alles aus seinem Kopf rausbringen? Zieht sehr früh an, auch hier. Lang gedriftet. Also das sieht alles gut aus bei Klaus Kröll. War viel später bei der Besichtigung, erzählt er mir. Sonst wäre ich jetzt längst schon unten. Aber ich komme ja gar nicht an den Ordnern, an den vielen Gratulanten vorbei. Jetzt fehlt ihm das Tempo. Aber das kann er wieder richten. Nächste Zwischenzeit. Oben gleicher Rückstand wie Bodie Miller ungefähr. Ja, und er hält diesen Rückstand. Es kommen jetzt noch einige Kurven bis zum Oberhausberg und dann zur Hausbergkante. Die ist er sauber gefahren. Und wir erinnern uns, auch der Walchhofer, der hat da richtig aufgeholt. 113. Und wie schnell ist der da? 113,5. Jetzt muss alles sitzen, dann fährt er hier um die Spitze mit. Sehr feinfühlig ist er da rumgefahren. Und jetzt führt er schon. Achtung, Traverse. Wie bei Walchhofer. Ja, und wie gestern. Ganz sanft lässt er ihn da drüber, über diese Schläge. Und die Stimmung hier unten auf dem Siedepunkt. 100 Kilo auf dem Weg, über den Sprung, sauber weit gesprungen. Klaus Kröll verpasst die Bestzeit um 29 Hundertstel. Schweiz bleibt vorne. Aber das Duell auf des Messers Schneide, De Fago vor Walchhofer und Kröll. Der Herkules
der Bulle von Öplan. Er hat lauter solche Spitznamen. Und er hat bewiesen, dass er angekommen ist in der absoluten Weltspitze. De Fagos Reaktion, haha, das hat gereicht. Und die stärksten Österreicher sind unten. Marcus Sullivan, für mich, wie die Amerikaner sagen, ein sogenanntes Dark Horse. Einer, den man inzwischen absolut mit auf der Rechnung haben muss. Ja, die Amerikaner haben natürlich auch zahlenmäßig ein starkes Team. Hier kommt er schon weit nach außen, wird abgetragen. Dementsprechend auch hier nicht die Folge. Und wir erinnern uns, Erik Fischer, der heute das erste Mal am Streifrennen teilnimmt, liegt immer noch auf Platz 8 mit nur einer Sekunde und 700stel Rückstand. Deutlicher Rückstand für Sullivan, kriegt hier noch einen kleinen Schlag. Eigentlich ein guter Gleiter, deshalb müssen wir erst auf die Zwischenzeit dann wiederum warten. Aber das waren zu viel Hackler, die er da gehabt hat. Er sagt, das ist das Rennen, wo du dich die ganze Karriere darauf vorbereitest. In diesem Jahr ist es noch nicht sein Rennen. Auch schon 28 Jahre. Im Übrigen wie Darren Rolfs, der Sieger, der letzte Amerikaner, der 2003 hier gewinnen konnte. Sullivan muss noch ein Jahr dranhängen an seinen großen Traum. Heute war es nichts. Und das hatte sich schon hier im Steilhang, Ausfahrt, alles war mit kleinen Fehlern durchsetzt, die gesamte Fahrt. Miller völlig frustriert. Ja, für Bowdy zählt nur der Sieg. Er war ja letzten Wochenende im Wengen ja schon frustriert, als er nur Zweiter war. Die Schweiz führt und sie haben noch einen Siegkandidaten jetzt im Rennen. Didier Küsch an der Mausefalle. Ja, der Mann, der letztes Jahr hier gewonnen hat. Allerdings ging es da nicht von ganz oben runter. Der Start wurde nach unten gelegt. Oh, die Ski schlagen nicht sauber auf dem Außenski. 98 konnte er im Übrigen schon mal triumphieren, auch bei einer verkürzten Abfahrt. Aber hier haben Sie schon gesehen, große Schwierigkeiten, Ausfahrt. Besser und schneller und deswegen natürlich noch längst nicht geschlagen. Top-Tempo für Küsch. Bisschen früher jetzt wieder zurück im Bild am Seidelheimsprung. Dahinter wartet die nächste Zwischenzeit. Und die ist nicht so doll, aber auch noch nicht so weit von der Spitze weg. Aber wir erinnern uns, Walchhofer war da auch 3/10 zurück und auf einmal hinter der Ausbergkante 1/10 vorne. Also es kann noch einiges passieren. Bis dahin sind es noch 20 Sekunden. Und den Hausberg, den kann er. Es ist nicht mehr ganz so strahlender Sonnenschein, aber immer noch kein Sichtproblem wie gestern. Ist dabei. Und da ist er doch tatsächlich vorne. Dieses Kurvengefühl, was er wie kaum ein anderer hat. Oh, weit runtergesprungen, das war nicht ideal, glaube ich. Das sah nicht so doll aus. Hinein in den Zielhang. Und De Fago verfehlt die Bestzeit dann doch um eine halbe Sekunde. Oh, De Fago. Küsch verfehlt sie. De Fago bleibt vorne. De Fago jubelt. De Fago mit zwei möglichen Siegen. Nach einer endlos erscheinenden Wartezeit ist der Schweizer plötzlich das Maß der Dinge geworden. Der 31-Jährige aus Morgin. Und so sieht's derzeit aus hier in Kitzbühel. Den Wintersport im ZDF präsentiert Ihnen Warsteiner. Das vorläufige Ergebnis sieht De Fago vor Walchhofer und Kröll, Schweiz vor Österreich, dann Küsch wie gestern Vierter, Miller geschlagen, Innerhofer, Meier erneut geschlagen als Achter, Büchel Zehnter. Trotzdem, alle Favoriten haben sich hier keine Blöße gegeben. Noch ist das Wetter perfekt.
Heute soll sich wieder etwas wenden. Ein Traumtag hier in Kitzbühel mit einer unglaublichen Abfahrt, die sicherlich noch einiges in sich birgt. Küsch schon mit den ersten Analysemomenten. Er hat gerade gesehen, dass er vorne war, hier an der Hausbergkante. Wo wir allerdings nochmal den Führenden bewundern dürfen, Didier Defago, der wieder im Fuß, im Bein, im Gefühl hatte, dass das eine gute Fahrt war, wie schon am vergangenen Samstag in Wengen. So also sieht das hier aus an der Hausbergkante. Das Rennen ist noch längst nicht zu Ende. Wir werden Sie informieren, aber die Biathleten warten in Antholz. Und da ist ja immer ein deutscher Erfolg zu erwarten. Deshalb jetzt ganz schnell rüber nach Südtirol.